von Sirensang und Ipvin. Wir sind hier von Citralingo, den Translation Angels. Wenn ihr irgendwelche Feedback an uns habt, schreibt uns auf Twitter @c3t oder an den Hashtag. No, das ist der Hashtag C3T oder der User @C3Lingo. Und jetzt viel Spaß mit: Was du siehst, ist nicht, was du kriegst, wenn Homographen angreifen. Hallo, ich bin Julius Caesar Ford, Direktor der professionellen Dienste bei Blaze Informationssicherheit. Und jetzt erstmal ein kleines Intro für den Talk. Seit Unicode im Domainnamen existiert, gibt es ein paar neue Sicherheitsimplikationen, die kamen damit. Mit dieser Präsentation möchte ich so ein paar Sicherheitsrisiken mit internationalisierten Domainnamen zeigen, E-Mail-Clients mit Browsern, sicheren Messengern. Und ein paar Sicherheitsrisiken aufzeigen. For phishing attacks and spoofing. Das kann visuelle Angriffe und Spoofing einfacher machen. Das ist die Agenda, die Übersicht. Erstmal über internationale Domainnamen reden wir, wie sie registriert werden, wie sie funktionieren. Wir reden über Homographen und die damit zusammen verbundenen Sicherheitsrisiken, wie Browser, E-Mail-Clients auf Homographenangriffe reagieren. Ich spreche über ein paar praktische Angriffe, wie wir uns verteidigen können, und dann schließe ich es ein bisschen ab am Ende. Jetzt reden wir über internationalisierte Domainnamen und das Aufkommen der IDMs. Das Internet war nicht für mehrere Sprachen gedacht, es war für die Vereinigten Staaten, ASCII-Charaktere, also lateinische Buchstaben. Domainnamen waren halt meistens lateinisch, wie ich gerade gesagt habe, aber Milliarden von Menschen haben nicht lateinische Sprachen als erste Sprachen. Und wie das Internet funktionierte, also wie es meistens immer noch funktioniert, dass diese Leute meistens ihre eigene Sprache benutzen wollen, um sich im Internet auszudrücken. Und weil das so ist, hat ICANN eine Resolution beschlossen, internationale Domainnamen, das viel Support gekriegt hat, das breite Support für Unicode. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Und der Unicode, die Unicode-Unterstützung wurde dann auf mehrere verschiedene Sprachen übertragen, Kyrillisch, Russisch oder irgendwelche sehr alten europäischen Sprachen und so weiter. Und so haben sie Unicode genommen dafür, aber jetzt haben wir ein bisschen technische Probleme. Mit IDMs, und das technische Problem ist, dass DNS nur ist einer der Bausteine des Internets, der hat nur ASCII, spricht also nicht wirklich Unicode. Weil das so ist, haben sie so ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, wie das dann funktioniert. Und sie sind hiermit dann zusammengekommen, das ist Punicode. Punicode konvertiert Unicode in ASCII. Und dann wird der Emoji dieser kleinen Kuh, .ws, die existiert, das wird dann zu xn- und so weiter, oder öbb.at, das ist die österreichische Zugfirma, wird auch in Punicode umgewandelt, damit DNS damit auch funktioniert. Und das Benutzerinterface wird das dann benutzerfreundlich umkonvertieren. Und das ist dann toll für sowas hier, das ist poop.la, das existiert auch. Das ist ein Poop-Emoji im Domainnamen. Und da gibt es auch so ein paar Regeln drum. Und ich liebe Tacos, ich herz Tacos. Gibt es auch. Oder einfach vollständig kyrillische Domain, auch Top-Level-Domains.
Das ist die vollständige russische Version von Yandex. Und es hat auch ein ganzes ADM, wie wir später dann im Talk noch sehen. Es kam viel schneller, als ich dachte. Diese EDMs, obb.at, das sind ein paar international erkennbare Charaktere. So use the Latin alphabet. Und das ist einfach das lateinische Alphabet. This full IDN. Das ist ein teilweise IDM. Und dann haben wir ein ganzes IDN. Das ist dann, ich kann kein Russisch, ich weiß nicht, wie man das sprechen soll. Das linkt dann zum Kreml, zur offiziellen Website. Und jetzt weiter zu Homographen. Wir reden über über Sicherheitsrisiken, die damit verbunden sind. Und lateinische Schrift kann mehrere Sprachen repräsentieren, zum Beispiel Portugiesisch, Spanisch, Englisch oder Italienisch, Französisch und so weiter. Und ich möchte darüber reden, dass verschiedene Schriften viele ähnliche Buchstaben haben, die sich sehr ähnlich sehen oder eine starke Ähnlichkeit haben. Und da gibt es ein paar Buchstaben, wie zum Beispiel A im Lateinischen, in der lateinischen Schrift, das sehr ähnlich sieht wie im Kyrillischen oder dem griechischen Alphabet und anderen Alphabeten da draußen. Und das sind Confusable Homographs, missverständliche Homographen. Hier ist es einmal auf Latein und das zweite mit dem Code und das zweite ist in Kyrillisch. Und wenn wir da reinzoomen, groß reinzoomen, dann kann man die wirklich sehr schwer unterscheiden, rein visuell. Und da ist auch ein O im Lateinischen. Und das Gleiche gibt es dann auch nochmal mit einem Horn, auch im Lateinischen. Selbst in der gleichen Sprache, in der gleichen Schrift gibt es einige Buchstaben, die sich sehr ähnlich sehen, Zeichen. Aber hier kannst du nicht das O sehen. Mit einem sehr kleinen Bildschirm und einem speziellen Schriftbild kann man das wirklich sehr schwer unterscheiden. Und haben wir hier P's? P in P im Lateinischen und R im Kyrillischen oder so. Entschuldigung an alle, die tatsächlich Russisch sprechen. Wahrscheinlich mache ich das nicht richtig. Und die Liste geht einfach so weiter. Da ist ein kleines C. Im Koptischen ist ein... Ich weiß nicht mal, was für eine Sprache das ist. Es ist auch sehr ähnlich. Und auch in Kyrillisch. Und wenn du auf Graphemica gehst, das ist auf der nächsten Slide, ja. Graphemica.com, das ist die ganze Liste von verschiedenen Unicode-Code-Zeichen. Und ihr könnt viele finden, die verwirrbar, also die man missverstehen kann mit lateinischem Skript. Und sprechen jetzt mit Nutzeragenten und Homographenangriffen, wie Fonts gerendert werden und wie man visuelles Spoofing betreiben kann, das kommt jetzt gleich. Und das passiert viel wegen ein paar wichtigen Faktoren. Einmal wegen der Schriftgröße. Und dann die Leute sollen dann halt auf eine Website klicken, die nicht die echte ist. Wenn wir hier Tahoma benutzen mit 68 Punkten Schrift auf Lateinisch, kann man Apple.com mit dem kyrillischen Apple.com verwirren. Das ist absolut nicht unterscheidbar vom Visuellen her. Und auch wenn wir einen anderen Font benutzen, wie zum Beispiel Bookman Old Sign, 70 Punkt, ist ein kleines bisschen merkwürdig beim L, beim Apple. Das ist kein L, das ist ein großes I, aber es ist ein Kyrillisch. Und da sind auch andere Fonts, die das ein bisschen besser machen, das ein bisschen besser unterscheidbar machen. Das ist Kyrillisch sieht sehr anders aus. Das kannst du unterscheiden, das ist ein bisschen merkwürdig hier. Und das hier ist... Wir reden über Nutzeragenten, wie zum Beispiel sichere Messenger oder sowas. Wire für Desktop ist mir ein Beispiel hier und Telegram.
Ich habe mich reingezoomt, 400%. Und ihr könnt sehen, dass hier, ich muss es ein bisschen erklären vorher. Das sind, glaube ich, Nokia Maps oder sowas. Und das ist eine vollständig homographische Version davon im Kyrillischen für meine Forschung für diesen Talk. Und einige von diesen Domains habe ich auch. Ich freue mich auch, die wieder zurückzugeben oder hier weiterzugeben, wenn jemand da Lust drauf hat für Forschung oder was auch immer. Lass uns wieder hierzu zurückgehen. And the homograph one, how Wire renders them. Und wie Wire Homographen rendert. Und das sieht sehr ähnlich aus, so ein bisschen im R vielleicht, aber auch nur, weil wir sehr reingezoomt haben, like 400%. Also ungefähr so fünfmal so viel. Und Telegram auch, das H ist ein bisschen merkwürdig, aber später sind da auch einfach Buchstaben, die genau gleich aussehen. Das ist jetzt hier Telegram auf iOS oder Wire. Gehen wir mal weiter. So essentially, we're talking about this. Worüber wir jetzt hauptsächlich reden, ist, back in 20 years ago or so, wir hätten das vor 20 Jahren merken können, aber dann haben sie gemerkt, dass es gibt ein paar Schriftarten, die einem das erlauben, dass diesen Angriff. Und dann haben sie gemerkt, es gibt dieses Problem, dass man manche Buchstaben nicht auseinanderhalten kann. Zum Beispiel google.com mit dem I, was so ähnlich aussieht wie das Kyrillische. Und dann haben wir ein paar Regeln eingeführt und sie hängen sehr stark von der Top-Level-Domain ab. Zum Beispiel .com, .tv, .tv erlauben von vielen verschiedenen Alphabeten die Buchstaben, also Portugiesisch, Rumänisch, Javanesisch, Thai und so weiter. .ws, .to ist sogar alles erlaubt. Aber das ist zwar nicht erlaubt im RFC, aber das ist nicht das erste Mal, dass Leute nicht dem RFC folgen. Und in manchen Top-Level-Domains sind sogar nur Latein und Kyrillisch erlaubt, zum Beispiel .berlin. So wie ich schon gesagt habe, in Version 1 war es sogar erlaubt, verschiedene Alphabete zu vermischen, aber in Version 2 und 2.3 ist es dann verboten worden. Das vor ein paar Jahren haben sie neue Resolutionen herausgegeben, die dann gemischte Skripte verboten haben, also gemischte Alphabete. Also hier seht ihr ganz viele Dinge, die registriert werden können, obwohl sie so ähnlich aussehen, weil sie alles bloß aus einem Alphabet kommen. Und die Liste geht noch weiter und weiter und weiter. Man kann also nicht so richtig was dagegen tun. So, jetzt einmal ein paar tatsächlich mögliche Attacken, die man in der Praxis durchführen könnte. Zum Beispiel, das erste Mal, als das durchgeführt worden ist, bevor die internationalisierten Domainnamen eingeführt worden sind, das war schon 2001, da haben Leute gemerkt, das wird ein Sicherheitsproblem werden. Und ich würde euch ruhig empfehlen, dieses Paper dort zu lesen, um das besser zu verstehen. Kürzlicherweise haben Fischer auch gemerkt, dass sowas ziemlich praktisch ist und machen mehr und mehr solche Angriffe, die mit gemischten Domains passieren. Es gibt auch ein paar Bugs bezüglich dieser Homograph-Attacken, zum Beispiel Firefox in 2005.
hat Eric von Schmoo einen Bug reported bei Firefox. Hallo, ihr macht nichts gegen solche Angriffe. Das war damals leider ein Priorität 3-Bug. Ich denke, eigentlich sollte höher sein, aber das sehen wir später nochmal genauer. Da gab es jetzt auch kürzlich ein paar CVEs in Safari. Da gab es so ein D, was so ähnlich aussah wie ein lateinisches D, was so interpretiert worden ist. Und es wurde von Safari so wie D gerendert und nicht so wie der Originalbuchstabe. Und es gab auch so ein K, so ein kyrillisches in Firefox, was so gerendert worden ist wie ein K im Lateinischen. Außerdem gab es noch Forschung von so einem Typen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, und da sieht man auch, wie die Browserhersteller zu diesen Bugs, mit diesen Bugs umgegangen sind. Und Chrome zeigt so ein bisschen, wie das Beste ist, was man mit diesen Bugs machen kann. Und in Firefox war es wieder eine P3-Priorität, in Chrome war es aber immerhin die erste Priorität. Ich weiß nicht warum, die Tor-Leute könnten es für ihren Tor-Browser einfach fixen, aber sie warten irgendwie darauf, dass Firefox irgendwie was macht. Ich denke eigentlich nicht, dass es eine gute Ausrede ist für irgendwen. Ja, wie gehen Browser mit IDNs um? Nachdem dieser Angriff von dem chinesischen Forscher veröffentlicht worden ist. Dann hat Firefox und Tor Browser immer noch das Gleiche gemacht. Chrome macht das sehr kompliziert, was ziemlich gut funktioniert, aber Opera und Brave machen, glaube ich, das Gleiche wie Chrome. Jedenfalls wirkt es so für mich. Das sieht so aus wie eine Klasse von Bug, die Internet Explorer nie hatte, weil sie einfach das nicht unterstützt haben. So, jetzt reden wir über E-Mails. Hier reden wir über den Freund, der dir in den Rücken sticht. Der E-Mail-Client konvertiert nämlich dieses XN-Quatsch zurück in Unicode. Aber häufig gibt es dort keine Checks nach verwechselbaren Buchstaben. Also hier seht ihr HashMail, das ist ein sicherer Mail-Provider. Und wenn man da jetzt ganz weit reinzoomt, dann sieht man da Facebook mit einem K oben, wo irgendwas oben drauf steht. Wenn man das sieht, dann denkt man, das ist einfach irgendwie was auf dem Bildschirm drauf. Sieht aus wie Facebook.com. Geht auch direkt in deine E-Mail-Box, nicht in irgendwelche Spam-Ordner oder irgendwas reingegangen. Es passiert auch bei irgendwelchen großen anderen Providern, aber darüber kann ich noch nicht reden, weil sie es noch nicht gefixt haben. In Roundcube habe ich das auch mal angeschaut und dann sehen wir here.com, das ist xn-irgendwas. Wenn ich jetzt Roundcube benutze, dann wird Roundcube es jetzt zurückkonvertieren, damit es in Unicode ist, und dann sieht es genauso aus wie here.com. Das heißt,
wenn man sich das einfach anschaut, dann kann man einfach den Domainnamen spoofen. So, jetzt gab es also noch ein CVE früher in diesem Jahr. Da gab es ein CVE bei Signal für die App, für Windows. Hier kann man sehen, die Frage war, kannst du hier sehen, welches die falsche URL ist? Ich weiß nicht warum, aber in der iOS-Version hat das nicht funktioniert. Dort konnte man den Link einfach nicht anklicken. Aber bei den anderen beiden Apps konnte man das klicken und hatte dieses Problem. Telegram hat das gleiche Problem. Telegram hat das noch weniger weit verfolgt. Nämlich, man konnte in der Vorschau sogar auch noch was reintun, sodass man sehr überzeugende Phishing-Angriffe machen konnte. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir so für einen Angriff mit Signal und dem Tor-Browser machen können. So, by the way, these issues were fixed by Signal a couple of months back. Es wurde vor ein paar Monaten von Signal auch gefixt. Telegram hat es vor einer Weile gefixt. Aber es scheint irgendwie zurückgegangen zu sein. Als ich letzte Woche für den Talk noch ein bisschen geforscht habe, scheint wieder zurück gewesen zu sein. Also haben wir es irgendwie nicht richtig gemacht. Also schauen wir uns hier mal den Angriff an. Das ist ein falscher Link von apple.com. Sehr legitim, kannst du anklicken. Ah, I have to. Oh, sorry. How to do that? I don't know. All right. Sorry about that, guys. Back here to the video. Also zurück zum Video. Tja, it's like fake Apple. Fake Apple. In der URL-Bar steht einfach nur Apple und so weiter. Tor-Browser ist da auch verwundbar zu mit der mobilen und der Desktop-Version. Also zurück zum... Ich weiß nicht, wie ich meinen eigenen Computer benutze. That's actually shameful. Schämend. Auch wieder ein bisschen Hilfe hier. I don't know. I need some help again. Sorry about that. Yeah, sorry. I talk all about this hacking and everything, but yeah, like some basic. Ich rede über das ganze Hacken, aber diesen Basisscheiß kann ich einfach nicht. We just saw like these issues here. Wir haben das einfach hier alles gesehen. Was auch sehr wichtig ist, worüber reden wir müssen, wie wir uns verteidigen können. Für Browser benutzt einfach Google Chrome. Das verhindert solche Attacken. Und andere sicherheitsrelevante Dinge macht Chrome auch. Also es ist einfach sehr wert, es zu benutzen. Es gibt auch Chrome Extensions wie Fish.ai. Das auch einige Attacken verhindert. Das sind auch andere Extensions, die das gleiche machen, aber für Firefox könnt ihr das Ganze mit dem Punycode zu true machen und dann zeigt es diesen ganzen Punycode-Kram nie wieder. Zeigt einfach den Punycode für E-Mail, Outlook, Protonmail, TutorNota. Sie sind okay. Andere populäre, nicht so Hashmail, ein paar andere, vor allen Dingen Webmail-Provider, die haben einfach keine Arbeit da reingesteckt. Ich habe auch einige als Problem gemeldet, da kam dann wenig zurück, naja. Chrome hat es vor einem Monat oder so rausgebracht. Eine Liste der 10.000 meistbenutzten Websites und die machen so ein bisschen Arbeit, um zu gucken, hey, sieht so aus, als ob jemand eine Homographie-Attacke versucht hat mit GitHub. Bist du dir sicher, dass du dahin willst? Oder zu diesem Ding, das ein bisschen merkwürdig und fishy ist. Von einem Verteidigungsaspekt, das menschliche Auge,
gab es ein paar Vorschläge, die nie losgegangen sind. Zum Beispiel verschiedene Farben für die Buchstaben zu haben, die nicht im lateinischen Alphabet sind, die halt verwechselbar sind. Das ist wahrscheinlich nicht so großartig für einen User-Interface-Standpunkt. Darum kam das nie wirklich, wurde das nie wirklich groß. Und da gibt es aber noch ein paar Libraries, die verwechselbare checken. Die machen einfach dieses schwere Liften, machen das für dich. Verwechselbare Homographen gibt es schon eine Weile, seit so 20 Jahren, seit internationalisierte Domainnamen eingeführt wurden von ICANN, sind nicht so viel diskutiert und werden oft übersehen. Diese Probleme sind meistens nicht Teil des Bedrohungsszenarios einiger Apps. Die werden oft einfach als Social Engineering gesehen. Also viel Glück, wenn ihr das als Bug reportet. Sie sagen dann, das sind Social Engineering Angriffe, das hat nichts mit meinem Programm zu tun. Aber es gab auch ein Kopfgeld von einem Messenger, da kann ich aber nicht so richtig drüber reden. Und das war so das Einzige, das so eine kleine Belohnung für dieses Problem gegeben hat. Das ist kein Sicherheitsproblem, weil sie genau das machen, was sie machen sollen. Und wenn du dann halt klickst, dann kommst du irgendwo anders hin. Und am Ende können Programmsicherheitsteams mehr machen, um diese Gefahr zu verhindern. Chrome macht das zum Beispiel ganz gut. Nicht erst jetzt mit diesem coolen Interface, hey, bist du sicher, dass du auf diese Webseite gehen willst, sondern auch, dass sie ihre Algorithmen verbessern, um die Domain-Names zu zeigen. Und andere Software macht es eigentlich nicht. Und verlässt sich dann ein bisschen darauf, dass die User aufpassen und nicht irgendwo draufklicken. Und das ist nicht so richtig eine Option. Oder halt auf ICANN warten, dass die da irgendwie mit einer magischen Lösung kommen. Einer der Sicherheitsmessenger, denen ich dieses Issue berichtet habe, sagen, das ist kein Problem. Das ist ein Problem mit ICANN und Registered. Und sie haben versucht, diese Schuld zu verschieben. Und no, das ist nicht wirklich ihre Schuld, sondern das ist eure Schuld, weil ihr das nicht korrekt macht. Hier sind ein paar Quellen für meine Forschung. Ich empfehle echt, dass ihr das mal lest, wenn ihr es euch interessiert. Und ja, vielen Dank. Und ich denke, wir haben Zeit für Fragen. Thank you for the talk. Vielen Dank für den Vortrag. Gibt es hier irgendwelche Fragen aus dem Raum? Aus dem Internet? Nein? Wow. Wow. This is really amazing. So das ist großartig. Ich hoffe, ich habe einfach alles so gut erklärt, dass es keine Fragen mehr gibt. Ja, es sieht so aus. Es gibt einfach keine Fragen, die noch nicht beantwortet worden sind von diesem wundervollen Thema. Na gut, dann machen wir hier Schluss und für heute Abend dann nochmal bitte Applaus.